ärmeren Leute. Und ey, was mache ich eigentlich hier schon wieder? Unglaublich. Ich sitze hier an einem Sonntagmorgen um 8.22 Uhr im Auto auf dem Weg, um Binny abzuholen. Und anschließend treffen wir uns kurz bei mir, weil Udo und Uwe auch dazukommen und ihr Plan schwer übel ist. Udo und ich haben da schwer irgendwie einen richtig dummen Gedanken gesteckt und naja, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist oder nicht, in unserer Situation gerade noch ein weiteres Projekt zu holen. Das sage ich schon mal vorab, aber auf jeden Fall muss jetzt erstmal richtig wach werden. Das heißt, ich bin vielleicht so ein bisschen K.O. gerade, wie auch immer. Gestern auch schön vorweihnachtlich, adventsmäßig gegessen und jetzt sowas. Fahren wir mal eben 400 Kilometer nach Bayern, um uns irgendwas anzuschauen. Aber ich will jetzt auch nicht so viel verraten. Ich würde mal sagen, hole ich mal erstmal Günni ab, dann treffen wir die anderen mal und dann gucken wir mal weiter, wie es so geht. Aber ach, ist auf jeden Fall wenig Schlaf und für mich wieder verhältnismäßig früher Morgen. Naja, ich würde mal sagen, bleibt einfach mal dran und dann könnt ihr auf jeden Fall im Laufe des Videos sehen, was wir uns schwer für ein nächstes Projekt anlächeln. Ich sage, es soll richtig geiles werden. Ist nicht jedermanns Sache, aber egal, hier, das feiern einfach alle dann, weil es kennt einfach keiner. Also dranbleiben. So, mittlerweile ist auch Günni eingetroffen, richtig Fall in der Fresse. Ich will das Bühneleben. Ja, richtig Bühneleben. Weißt du, wir haben uns verabredet um 8.17 Uhr. Okay, ich war um 8.25 Uhr hier und wir haben uns 8.47 Uhr. Ja, ich habe in der Zwischenzeit mein Weihnachtsvoressen schon mal gegessen als Frühstück und wir werden jetzt mal losfahren, die anderen abholen. Katastrophe, Alter. Ist die Leuchte von oben hier. Ja, mittlerweile sind auch die anderen eingetroffen. Moin. Wir haben es jetzt eigentlich. Wir haben es 9.12 Uhr. Dann war die Stunde schon los. Genau, wir wollten eigentlich schon längst vor der Stunde los, aber. Ich war nicht schuld. Ja, hab ich's gesagt? Ja, ich hab's gesagt, dass er sagt, das war bestimmt Udo, der schuld ist. Wer ist schuld? Günni, Alter, irgendwas verpennt. Ja. Ja, ihr habt auch verpennt, die Penner. Hä? Wir waren die ganze Zeit schon wach? Ja. Fahren wir los. Ich hab den Leuten noch nicht verraten, was wir vorhaben. Das werden wir schon mal sehen. Wir fahren jetzt nämlich zum Brunchen. Ja, wir fahren zum Brunchen. Ja, das hat was mit Eibrüchen. 400 Kilometer nach Bayern. Das kann man schon mal sagen. Leute, noch 100 Kilometer hast du damals geschafft. Was ist los? Ich glaube, es fährt bei mir TV, ehrlich gesagt. Ja, dann boah, jetzt ist er wieder scharf. Oh, geil. Und wie hoch ist die Vorfreude, Rust Boys? Schon hoch. Ich bin echt gespannt, Alter. Schau, was im Müll da steht. Leute, wisst ihr immer noch nicht, was wir kaufen wollen. Dann wird das Geiles werden. Richtig geil. Wir reisen natürlich schwerst angenehm in unserem Wagen. Ja, der Fahrrad ist angenehm. Mein Fahrrad ist. Massage ist ja eine C-Klasse. Muss ja auch sicher noch hinbringen. Angenehme Reisegeschwindigkeiten sind möglich. Die Wolowski Sport. Verschweißendifferenzial. Plastikreifen. Manchmal ist es ein bisschen holprig, wenn so eine Bodenwelle kommt. Ja. Sportfahrwerk. Aber was ist das Sportfahrwerk? Wir haben doch auch, wir haben auch Avantgarde. So, meine Damen und Herren, ich biete mich heute mal als Kameramann an. Wir sind jetzt hier angekommen. Der Rest inspiziert schon das Objekt der Begierde. Wir gehen da mal hin. So. Udo? Welchen Udo meinst du? Den Nike-Schuh-Udo. Der, was guckt sich Nike-Schuh-Udo gerade an? Rahmen und Fahrwerk. Von einem gelben Raff aus der ehemaligen UdSSR. Die anderen sind hier so beschäftigt. Hätten fast das Film vergessen. Günni ist natürlich auch dabei. Der nette Verkäufer. Der hier viel Geduld mit uns bisher bewiesen hat. Da ist Udo. Ja. Udo, was haben wir hier genau? Wir haben hier einen RAF 2203, 91er Baujahr. Und ja, ich weiß nicht. Ich kenne das Auto aus meiner Kindheit, war mal Maschrutka, also Maschrutka ist ein Taxi quasi auf Russisch, so ein Sammelbus. Wir sind damit immer gefahren und das gucken wir uns halt gerade an. Ja. Mit dabei jetzt auch in voller Pracht zu sehen Udo. Ja. Ist schon unten drunter Udo, oder? Ja, es ist alles
gammelig, aber nicht kritisch gammelig, sondern oberflächlich angerostet. So richtig schlimme Stellen habe ich jetzt nicht gefunden. Udo und Udo könnten ja mal eine Führung durchs Auto machen. Also auf jeden Fall interessant ist, dass die ganzen Sachen noch alle. Ja, warum jetzt? Und die Stelle des Herrn am Telefon ja gesagt hier. Aber es ist hier nur so schweller Verkleidungsopt. Also ich weiß auch nicht, wie die es gemacht haben. Das ist ganz komisch, Holzkonstruktion hier. Und dann so ein bisschen Metall-Emblem nur. Also Boden echt aus Holz darunter, ja? Holzboden, ja, und Rahmen. Und jetzt sind die Sitze sind auch noch die originalen roten alle drin. Neuen Sitze, damit man damit noch mit PKW fahren kann und nicht als Bus. Hinten vierreihig, ja. Vierreihig hinten. Blattfeder von der Chaika ist hinten drin, weil er ein bisschen schwerer ist. Ansonsten. Ja, ist krass. Himmel, alles noch original hier. Mir ist sofort aufgefallen, sind vier so eine Volga-Innenraumleuchten. Sehr schick. Sieht echt edel aus, muss man sagen. Hier ist irgendwie ein krasser Tropfen gewesen. Das ist die Frage, warum. Und wie wird das Ding angetrieben? Und zwar hier mit einem guten ZMZ-402-Aggregat. Und es sieht der gleiche Motor wie in meinem Volga. Aber es ist schon die 95 PS-Ausführung. Letzte Baureihe. Und ja, der Bruder sitzt quasi direkt neben mir und brüllt dich an. Aber er wird von dieser Haube verdeckt. Und da ist noch ein kleiner Bistrotisch drauf, ja? Originalplatte noch. Geil. Ich bin echt erstaunt, dass alles noch vorhanden ist hier. Das ist wirklich krass. Auch hinten die Kurbel, die original ist, vorhanden, die bei mir nicht vorhanden war. Das ist feierlich. Der Wagenheber, der original ist dran. Sogar der Überzieher fürs Reserverad ist dran. Und da hat noch die UdSSR-Reifen drauf. Rundum. Das ist schon. Kilometerlaufleistung wissen wir natürlich nicht, aber gut, bei so einer alten Karre ist es immer so relativ. Also dafür, dass da neun Leute reinpassen, kriegt in den Kofferraum echt was rein, ne? Krass. Kofferraum ist wirklich, jetzt nochmal zwei Leute transportieren. Mindestens. Und gleich mit Kupplung. Kupplung können wir gleich noch was ziehen. Die früheren Modelle hatten die Stoßstangen nicht gehabt. Das kam ja erst später alles dazu. Die waren sonst ohne Stoßstange, nur mit solchen Ecken. Das sah mal ein bisschen komisch aus, fand ich, ohne Stoßstange. Als ob da was fehlen würde. Aber. Ja, mal nach vorne. Udo im Führerstand. Sitzt sich mega urig hier drin. Das ist merkwürdig mit der Lenksäule. Sieht man auch hier ganz gut, dass das irgendwie. Ich sitze voll gut hier drin. Ja, für mich ist es ja ein bisschen zu lütt. Man muss ja dann, wenn der ganz komisch aussteigen, man muss es so rauspellen. Ja, ich hab's vorhin auch beim ersten Mal ein bisschen schwer gehabt irgendwie. Ich wollte doch einmal rausrutschen, aber das Ding ja nicht. Mussten wir erst. Aber Lenkenstand geht eigentlich fast klar. Die Kurve zahlt 300 Umdrehungen, bis die Räder drehen. Was ist jetzt da drauf? Und was sagst du zur ganzen Aufmachung hier? Es ist wirklich urig. Motor, kannst du mit kuscheln. Beeindruckend fanden Günni und ich gerade die Umlenkung vom Gasgestänge. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Pass mal auf. Gib mal Gas. So, dann bewegt sich das Gestänge. Da bewegt sich es rüber. Ein bisschen rüber. Dann geht das da lang. Beweg mal. Und ganz am Ende landet es doch wieder neben dir. Und bewegt halt die Drosselklappe. Wir haben ihn eben schon mal gehört. Der Motor klingt erstmal gesund. Jedenfalls, wenn man den Volga von Udo als Vergleich nimmt, sehr gesund. Naja, wir gucken mal, was das wird. Erste hypothetische Sitzprobe. Und wie geht's der Tourismus AG? Großer Wagen. Ich würde gerne eine Fahrkarte lösen. Aber wie hält der sich die Kasse hier? Ich könnte mich jetzt hier noch hinsetzen auf den Platz. Ich meine, in Wirklichkeit kannst du drin hier eine halbe Party feiern, ne? Festivalbus. Udo sitzt richtig weit weg. Du sitzt jetzt auch, also ich kann ihn auch noch nicht. Gerade anfassen noch. Hast du das hier schon jetzt hier? Ja, irgendwie der Raff Club aus irgendwo. Das Kunstleder ist auch ganz nett. Das sitzt sich auch echt an. Also. Naja, gut, sitzt mal da 3-4 Stunden drauf, ne? Mach ich. Ist der Scheibenwischer? Das ist perfekt, sagt der Scheibenwischer. So. Ersatzscheibenwischer. Und hier sind Wischerblätter. So. Hier ist auch was. Was steht da? Ich glaube, das ist Mülleimer wahrscheinlich, oder? Ich weiß wieso? Nicht. Oh, dieses was ist das? Und das alle, die russisch können. Scheiß Mülleimer. Das ist ja nicht russisch, das ist ja.
Was ist es dann? Litauisch, Lettland. Das Lettland ist die Karte. Ja, Lettland, ja. Lettisch. Wenn du sagst, das Ding kommt aus der UdSSR, wenn alle aussprechen. Nein, das kommt aus Lettland. Okay, ich entschuldige mich hier damit, hier mit dafür. Das ist ein lettisches Auto. Und vor allen Dingen, die Busfahrertasche ist auch wichtig. Ja? Oder auch die Sporttasche für danach. Aber da steht Stuttgart. Sorry. Die Höhe ist... Ja. Na gut, aber ich habe den gesehen schon mal mit Hochdach, da kannst du stehen, aber dann kannst du... Ein CW-Wert von 5000. Langes Ding, ey. So, gekauft. Komm, wie groß ist die Freude bei dir? Groß. Du musst es erstmal sacken lassen, wie gesagt. Geil ist auch für den Kurs, aber ich muss nochmal. Ich möchte jetzt hier noch ein bisschen Grinsen einfangen. Ja, das ist einfach. Ich glaube auch noch nicht, dass wir uns das Auto geholt haben. Ah, ja, aber das geilste Originallack ist noch drauf. Das ist wirklich. Da kann keiner was sagen. Jetzt sieht man mal wirklich, wie die im Original es verarbeitet haben. Das haben einfach schlecht verarbeitet, die Russen. Man muss man einfach mal sagen: guck mal hier, sowas. Sowas. Ich kann sagen, sowas. Das hätte, stell dir vor, Mercedes-Benz hätte sowas rausgebracht, weiß ich, dem Entwicklerteam eins über den Rübel gezogen. Ja. Aber in Russland so. Nein, alles gut, okay. Das ist einfach. Kannst du schon fühlen, ja? Ich kann schon fühlen. Man kann es auch riechen, man kann leider keine Gerüche übertragen, weil du musst echt eine Nase nähen. Dieses Auto riecht einfach richtig so. Da riecht so den Zerfall noch in der Sowjetunion. So. Ja. Das ist so. Ich glaube, er wurde bestimmt nicht mehr so gut zusammengebaut wie die aus den 80ern, weil es war hier schon wirklich hart am Ende gewesen. Da haben die bestimmt nur so wie bei den Travis so mit Halbherz gearbeitet, aber egal, er ist ja da, er steht ja hier noch. Also, wie ihr seht, in Sack und Tüten. Wir gucken, was draus wird. Spannend. Jetzt ist ungefähr eine Woche rum und wir sitzen jetzt hier in einem anderen Auto, und zwar im Fahrzeug von Udo. Und hinter uns haben wir auch schön den Trailer dran, den man jetzt vielleicht ein bisschen schwer erkennen kann, weil es eingeschneit ist. Aber geht auf jeden Fall jetzt erstmal wieder 400 Kilometer nach Bayern. Bayern! Udo sieht zu, dass er die Tanksäule nicht mitnimmt. Erste Fahrt mit Hänger. Ist gut, genau, ist gut. Udo hat erst den Führerschein abgeholt, das war gleich die erste Wahnsinnstour damit. Aber das kriegen wir schon hin. Aber läuft. Ich würde mal sagen, bleibt auf jeden Fall dran jetzt. Der nächste Tape, bis wir die Karre aufladen wollen. Heute bin ich ein bisschen fitter, nicht so zerstört wie letztes Mal. Genau, heute kann auch lachen. Das ist zwar auch wieder eine unchristliche Zeit, aber ist okay. An einem Wochenende um vor 10 Uhr. So Udo, jetzt kommt der Moment der Momente, wa? Ob das Ding auf den Trailer passt? Ich bin noch ein bisschen skeptisch, vor allem wegen dem Geländer. Er ist hoch wie ein Bus, ist auch ein Bus. So. Hi, so. Wagen von da hinten aus der Ecke gezogen. Es war einfach nur noch aufladen. Und ja, schauen wir mal, wie das alles so passt. So, ein gutes Stück ist auf dem Trailer. Festgezurrt. Festgezurrt. Dass ihr doch bloß drauf bleibt. Wir machen mal die letzten Aufnahmen hier, solange das Wetter noch gerade so mitspielt. Weil es ist ja nun wieder dunkel. Wir hatten richtig was vom Tag heute, vom Hellen. Ganz Tag Graupelwetter. Na egal. Jetzt geht's halt im Dunkeln zurück. Aber so seht ihr ja, wie das aussieht hier. Das gute Gespann. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, reiten wir wieder ab. Ja, vielen Dank an dich. Genau. Ja, kein Thema. War mir auf jeden Fall eine Freude. Und ich wünsche euch. Machen wir so. Wir bleiben in Kontakt. Viel Spaß damit. Essen hier aus der Welt und wir sehen uns hoffentlich, wenn er mal fertig wird. Ne? Also klar, also bist herzlichst eingeladen bei uns. So Leute, einen Tag später. Gestern war es nämlich zu dunkel zum Filmen, aber ihr seht, der Raff ist noch da und steht auf dem Hänger. Wir sind gut angekommen. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Video machen wir eine schöne Bestandsaufnahme. Was haben wir da überhaupt an Problemen und Mängeln und Fehler noch haben, was wir beheben müssen, damit das hier wieder ein Oldtimer wird, der hier über die Straßen rollen darf. Nur wenn wir Spaß ey. Haben dürfen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis wir was Nächstes bringen. Also mal gucken. Eigentlich wollen wir zeitnah was mal machen. Aber ansonsten werden wir erstmal noch unsere anderen Projekte machen und dann geht es so richtig los mit der Karre. Und das Ding. Also ein Ziel wäre eigentlich ganz cool, wenn es im Sommer läuft, aber ob wir das versprechen, kann ich noch nicht sagen. Von daher, bleibt dran und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.